Willkommen zurück zu Deus Ex 1 und, wie man unschwer erkennen kann, immer noch Hongkong. Diesmal in einer lustigen Bar. Der komischen Untergrundorganisation, die, ich glaube, Red Arrows. Genau. Beweisen Sie der Red Arrow Triade die Schuld Maggie Chows. Bringen Sie Max Chen den Zahn des Drachen. Genau, den Drachenzahn haben wir nämlich schon gefunden bei der Guten. Und haben das mal entfernt. Nach krassem Gehacke. Mehr oder weniger. Und ja. Fällt mir. Moment. Das mit dem Passwort haben wir immer noch nicht rausgefunden. Wir haben zwar den Code benutzt. Genau, um da was zu. Genau, um das Schwert frei zu bekommen. Aber ist egal. Vielleicht müssen wir da nochmal hin. Besuchen Sie Max Chen im Lucky Money. Der Club befindet sich im Einkaufszentrum, wissen wir ja schon alles. Finden Sie Tracer Tong. Er lebt irgendwo in Hongkong. Gut, wir haben das Schwertchen dabei. Genau, Zahn des Drachen. Super krass, 100 Schaden. Unser Knüppel macht 14. Okay, aber dafür ist er nicht tödlich. Das ist ja klar. So, angeblich soll hier hinten irgendwo der komische Max Chen wohnen. Das Max Chen. The Next Gen, können wir da ohne weiteres rein. Das ist schon mal ganz nett. Nur wo ist er denn? Das könnte richtig sein, oder? Ja, ja. Die Herrschaften warten davor. Verstehe. Ich schätze mal, hier gibt's noch mehr als nur Futter, oder? In der komischen Kühlkammer. Nun. Aber da müssen wir 3 Dietriche aufwenden. Das ist ja mal krass. Das hatten wir noch nie, oder? Eine 90er? Aber ich glaube, Fähigkeiten haben wir ja. Genau, wir sind ja Pistolen-Veteranen. Wir sind jetzt quasi ein Scharfschütze an Pistole und Armbrust. Was gibt's noch für Waffen? Pistole? Handfreie Waffen wie der 10mm Pistole, Stealth Pistole und der Mini-Armbrust. Achso, die 3? Okay, wir haben eine stark verbesserte Stealth-Pistole. Wäre schön, wenn da dann sowas stünde wie Mark, wie bei dem Schwert, ne? Genau, MK2, also Mark 2 oder so, 3, 4, 5, je nachdem, wie viel man da reingestopft hat. Weil das wäre quasi dann schon eine Mark 10. Eine Mark 10. Was? Soll ich da rein? Vielleicht finden wir einen Schlüssel. Das wäre zum Beispiel sehr gut. Vielleicht machen sie gleich Ärger und dann können wir sie alle kaputt schlagen. Zum Beispiel mit diesem Schwert. Ach, ich habe einen Drachen dabei. Okay. Können wir mal vorführen, was der so kann. Soll ich einfach durchmarschieren? Excuse me, sir. This room is off limits to club patrons. I suggest you leave. It's okay. I'm here to see Max Chen. He'll expect me. An American. I hope he likes what you have to say. Ja, das hoffen wir alle. Isaac is letting anybody back here these days. Ich glaube, die mögen das nicht so. Lauter Schwerter. Seit wir hier in Hongkong sind, jeder läuft mit dem Schwert rum. Oh. Nett. Sind das Koi-Karpfen? Nee. Das sind Koi-Karpfen. Das sind wahrscheinlich Hering oder Forellen. You must be Max Chen. So? I have found something in Miss Chow's apartment that might interest you. Is that so? The sword was never destroyed. It was stolen, and she is the one who stole it. Preposterous! I have it right here. But Miss Chow? She works for a group called Majestic 12. She's using you and the Red Arrow for her own ends. No, you must be mistaken. Think about it. She murders your predecessor, hides the sword, pushes the Red Arrow into the war with the Luminous Path, and then, what next? The Triads are weakened and an outside group seizes power. Sound far-fetched? Oh, there must be an explanation. Perhaps you should meet with the leaders of the Luminous Path. Perhaps. For now, take them this message. I will stop hostilities until I have completed an investigation. Boss. What is it? Marty at the door so we have trouble. Soldiers coming in. She said there was some kind of mech. MJ-12 troops. They must have followed me.
Okay. Dann wollen wir mal. F. Und was ist F3? Warst du schon? Was ist denn das? Was ist das hier für komische Biozelle? Also krasse Max sind das denn? Ist ja Military Unit. Was waren das für welche? Da muss ich mich ja doch hier irgendwie reinschleichen. Ja, aber wie ich es mir dachte, ne? Das heißt, sie haben jetzt, der Plan war, die zu schwächen. Wenn sie zwei streiten, falls sie der dritte. Oder Divided Emperor. Funktioniert natürlich immer. Die hauen sich gegenseitig auf die Nuss. Die sind geschwächt. Ja, einer benimmt's, aber hat sich dann so aufgerieben. Dann kommt der dritte und fegt einfach die Reste nochmal schön weg. Und dann übernehmen die. Die Majestic 11. Und dann gehört ihr in Hongkong. Naja. Ganz simpel. Und wir haben die Waffe nicht abgegeben. Okay, wir haben sie immer noch. Ah. Moment. Das machen wir so nicht. Wenn ich sie behalten darf. Verbessertes Schwert. Leider kann man keine Waffen verkaufen, oder? Gab es jemals einen Verkäufer? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein. Gut. Dann eben so. Prototyp-Schwertchen. Komm, müssen wir nicht in den Dreck werfen. Ist ein gutes Schwert. Wer will, kann sie es nehmen. Viel Spaß. Ja. Was haben wir jetzt gerade bekommen? Etliches an Material. Sie war das eigentlich in einem Gespräch? Nee. Eine Militäreinheit. Mac Chen? Sie müssen Mac Chen sein. Ja, ja. Sie müssen mir gefolgt sein. Richten Sie ihm aus, dass wir die Kampfhandlungen einstellen, bis ich Nachforschungen angestellt habe. Heißt, sie muss jetzt zum anderen hinlatschen. Schilden. Oh, ins Dunkel gucken, bitte. So vielleicht. Ja. Schildern Sie Gordon Quick. Ach, dem. Die Reaktion der Red Arrow auf die Neuigkeiten über Maggie Chow. Sie finden ihn in der Nähe des Verstecks des Luminous Path am Wan Chai Markt. Finden Sie Tracer Tong, er lebt irgendwo in Hongkong. Okay, dann sind wir hier fertig, oder? Nee, sind wir nicht. Ich will nicht unbedingt wissen, was da drin ist. Und ich glaube... Red Arrow! Gesundheit. Finden wir denn irgendwo... Set your business and go. So, Telefon. Wie, wo ist denn der komische Schlüssel? Hat sie denn... You led them here. You should have been more careful. You acting like a fool. Ja, stimmt schon, aber guck dich mal an. Soll ich mit dem nochmal ein Gespräch führen? Nee, geht nicht. Der Max Chen. Time for you to go. Ja, ich gehe schon. Aber ich gehe woanders hin, als ihr denkt. Ha, Dach. So, Tür zu. Ich muss ungestört sein beim Knacken der Schlösser des Schlosses. Türstärke unendlich. Gut. Dann mal so. Das krasseste Schloss bisher. Ja, ich überlege gerade, was ich als nächstes leveln soll. Wir sind jetzt bis Pistolero auf Max. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Nur was. Oh. Nehmen wir alles mit. Nicht nachmachen, liebe Kinder. Alkohol ist schlecht. Also bringt ihn mir. Ich vernichte ihn. Irgendwie. Hopp. Hopp. So. Ich hab nicht gesagt wegstecken. Eigentlich doch. Aber ist egal. Hände voll. Ist ja Hände voll, ist die Hosen, oder? Hopp. So, was haben wir hier? Munition. Präzisionsgewehr. Ei, eine leichtere als alle anderen Abwehrwaffe. Angriffspanzerabwehr, wie auch immer. Das ist ein. Oh, ein Tech-Feldstecher. Nachtsichtgerät quasi. Verdammt. Hm. Wird sogar. Eigentlich so ein Tarnding vielleicht mal liegen lassen, aber nee, für ganz die ganz krassen Sonderfälle behalte ich den mal.
so viele von diesen Multitools, aber viel zu wenig von diesen. Na, von den Dietrichen. Dabei ist mir doch der krasse hier. Schlossknacker. Ja, vielleicht genau deswegen. Dass man die nicht übereinander stapeln kann, finde ich ja schade. Dass die nicht stecken. Oder. Ja, das sind also. Die kann man nicht übereinander packen, ne? Ne, kann man nicht. Was machen wir jetzt am dümmsten? Kann ich denn irgendwas da lassen? Irgendetwas? Den Lader? Nee. Nee, den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich würde fast sagen, entweder Schwert oder Knüppel. Ich brauche die aber beide. Also kann ich nichts, wirklich gar nichts da lassen. Notgedrungen. Komm. Atemgerät. Lass fallen. Aber ist Nachtsichtgerät nicht Rotz im Vergleich zum Atemgerät? Ich muss ein Atemgerät mit. So, tschüss. So richtig gelohnt hat es sich zwar nicht, aber naja. So, ich bin da weg. Macht's gut. Und die ganzen Damen sind auch davon. Ah, die eine ist wieder da. Ach, die haben wir reingelassen, die Tessa. Was ist denn? Mama-san. Oh, jetzt ein verrissen. Schläger. Lader. Und Munition. Ach, guck mal. Eine Biozelle. Und die hatte leichte Geschäftsfrau. Ein Wein hatte sie dabei. Klar, wollte sie stehlen. Ach, ein Versa-Life. Genau. Die krasse. Krasse Tür, die einfach nicht aufgehen will. Komm mal her. Hallo, wir haben den Eintritt bezahlt. Du kannst mal. Danke sagen, meine ich. Warte mal. Herrenklo und hier kommt die Mama Sun. Oh, sure. I don't mind needles. Somebody stop them. Wen denn? Ich will gar nicht wissen, was hier. Unflushed Toilet. Sauber. Ordnung muss sein. Gibt bestimmt ein krasses Achievement. Natürlich nicht. Kommt bestimmt. Oh. Kommt bestimmt von einem. Wer ist der Mod? Krasse Mucke. Oh Gott, it's happening again. Was denn? Oh, ich will es gar nicht wissen, bitte nicht. I'm trapped, I'll never get out of here. Wie bitte? Das ist doch Treppe hoch. Oh Gott, it's happening again. It is happening again. Ihr erlebt das wohl des Öfteren mal, dass hier irgendwelche Max. They just keep killing. And killing and killing. Und jetzt? Was soll ich da machen? Vernunft in sie hineinprügeln. Aber schön, dass sie nicht einen einzigen Schuss abgeben musste. Ne? Die haben das alles, alles intern geregelt. Aha, hier geht's weiter hoch. Hier ist die VIP-Lounge, schätze ich mal. Aber hier kann man nichts machen, ne? Schön, wenn sie einem die Credits hier aus den Taschen ziehen. Probieren. Die LED-Kugel. Oh, die sind aber sehr festgeklebt. Tja, das war's. Party's over. What is happening? Das frage ich mich auch gerade. Was macht ihr hier? Wie, mit. Achso, mit der Schießerei? Ist das. Russischer Matrose. Run. Wie, run? The police! The police! Get away! Warum? It ain't worth it. The police! The police! I hate this place! I hate it! Er hat sich ja locker weiter tanzt. Okay. Von mir aus. Was ist denn im Eck? Und warum gibt es das hier alles? Hier ist ja nichts. Na gut. Ha. Also wieder nach Hause. Zu Mutti. Hopp. Hä? Ah, zu den Facilities. Zum Scheißhaus. I'm innocent. Es tut mir leid. Target is here. Verify a lot. Target locked.
Achso, hier komme ich rein, weil sie nicht gezahlt haben. Parking ist locked. Wenn sie in die Ecke stehen, können wir mit dem Gasangriff arbeiten, oder? 6 Schuss. Moment. Was ist denn hier passiert? Der ist einfach umgefallen. Warum? Biozelle. Und? Waffen. Oh, hoffentlich haben die da drin nicht irgendwie eine Waffenmodifikation liegen lassen. Trifft sie ganz gut. Weil Präzision hierfür. Ach nee, Pistole haben wir gesagt. Muss das denn immer unter erschwerten Bedingungen versteckt werden? So, wir haben gesagt. Weiß ich nicht, Präzision. Pistole war das letzte Mal, ne? Präzision. 92. Hier haben wir 92 Präzision. Hier sind aber 70, aber die Fertigkeiten kennen wir nicht. Das sollte man vielleicht wirklich machen. Das ist alles Gewehr, ne? Waffengewehr, ja, ja. Das ist immer Schrotflinte. Da können wir so ziemlich alles abdecken. Präzision. Ja, schwierig. Ich würde sagen, wir bleiben mal dabei. 96%ige Präzision. So, ist da noch mehr? Und der komische Tech-Feldstecher. Was habe ich gerade weggeworfen? Den Tech-Feldstecher. Hä? Oh, jetzt habe ich einen. Ah, habe ich noch auf irgendwas drauf? Prinzessin auf der Erbse. Guten Tag. Ist doch gedacht. Bitte beruhigen Sie sich. Finde ich auch. Headshot. Das gab 80 Erfahrungspunkte, ne? Dass ich die hier abgeknallt habe. Die korrupten Polizisten. Es gibt Schlimmeres im Leben. Pistolmunition, Schrot, Multitool. Habt ihr keine Dietriche? Naja, ich gebe dem gar nichts mehr im Leben. Nicht mal ihr Leben. Für alle stapeln. Morgen ist gelber Sack. Kleiner Scherz. So, Was hab ich denn Angst? Sonst ruhig kommen. Oh, 40. Ach man, ich wünschte im echten Leben ging es genauso. Dann hätte ich nie wieder Durst. Okay. Zeitungen! Ah, die haben schon alle schon gelesen. Und ich habe gerade keinen Bock zu lesen. Forschungsbonus. Ah, hauen! Türstärke 75. Kann ich die kaputt schlagen mit dem. Supermesser? Ausrüsten. Man macht sogar Licht. Geht einfach nicht. Hier ist jetzt eine Türstärke. Sei ruhig. Komm, wir hacken das Ding einfach und gut ist. Wir haben 24, mein Gott. Man muss auch mal hacken können. Aber ein bisschen laut ist es schon, wenn man dagegen schlägt, aber ist ja klar. Metall auf Metall. Bitte wieder aufmachen. Danke. 100 Credits. 200 Credits. Dazu wahrscheinlich jetzt hier gut über 100 Erfahrungspunkte. Also hat sich schon gelohnt. Kippen bleiben hier.
Hände sind voll. So, die Vase lassen wir auch mal hier. Wir müssen zum... wo war nochmal der Herr Quick? Ist er in dem komischen Laden gewesen? In der Taverne sozusagen? Ich glaube ja, oder? Ich erinnere mich nicht mehr. So, haben wir Aua. Nein. Sehr gut. Doch. Also muss man da runter, genau, und dann einmal im Kreisel. Da sind wir falsch, hier sind wir richtig. So, guten Tag. Verdammt, das war er gar nicht. Wo war nochmal der Herr Quick? Scheiße. Na du? No, I am sorry. Nein, I am sorry. Many Barkers had old China hand. Everything 8 credits. Echt? You know of a Maggie Chow? Maggie Chow, a bad character. Before she was an actress. Now she's everywhere in Hong Kong politics. They say that she's a spy. Who does she spy for? No one knows. Somebody paid her a lot of money once. And one of the rare heirs ended up floating in a canal. Dangerous to talk about. Dangerous to talk about. Das stimmt. Nur die Frage ist jetzt, wo habe ich den nochmal gesehen? Verdammt. Wo war das noch? Wo war der Herr Quick? Da oben war er garantiert nicht. Bestimmt irgendwo hier in diesem Irgendwas-Distrikt. Aber wo genau? Hier ist der Mönch gewesen, da kamen wir so nicht rein. Ach, wir haben den armen Bubi umgeboxt. Ach, hat Zigaretten am Start. Ja. Wahrscheinlich haben die ihn umgehauen, was? Wo war das mit dem Herrn Quick? Ach du! Gordon Quick, doch. You're right. Maggie Chow is a con artist. You have proof? Yes, I found the sword in her apartment. Good. Inform the Red Arrow Dragonhead. Then we will see who is the real traitor. I've already been to the Lucky Money. Max Chen has declared a truce between the Red Arrow and the Luminous Path. A truce? Are you certain? Majestic 12 attacked the club. I think he would consider forming an alliance. Mr. Denton, you are the man I hoped you were. Tracer Tong is inside, in his laboratory below the compound. The door is in our sparring room. He will know what to do next. To enter our compound, use the code 1997. Das Jahr, in dem Unreal gemacht wurde? Oder veröffentlicht? Ist es das? 200 Fähigkeitspunkte erhalten. Ich habe schon wieder einige, ne? Ja, fast 600. Ich kann noch nicht mal schneller schwimmen lernen. Oder Sprengwaffen. Nahkampf wäre auch eine Idee. Umwelteinflüsse, ja, leider auch. Dann bringe ich Anzüge mehr. Ja, oder Elektronik irgendwie. Ah, jetzt. Ich bin so ein Schwachkopf. Und ich frage mich schon, warum das mit dem Hacken nicht funktioniert. Der Agent kann öffentliche Terminals zum Lesen von Bullets und Nachrichten benutzen. Ich kann Bankautomaten, Computer und Sicherheitsterminals hacken. Ich muss trainiert sein. Ich dummer Idiot. Aber gut, bisher hat es immer noch funktioniert mit den... Oder fast immer mit den Infos, ne? Ach, so kann man sich dann Geld besorgen, indem man einfach die... Automaten hackt. Aha, wieder mit dem Schwert. Do not interrupt us with questions. Ah ja. Keiner mag Fragen. Was ist denn das? Einfach den Ausgang. Ach so, eine Wehrmauer ist das. Interessantes Anwesen, mitten in der Stadt. Wen suchen wir? Ach so.
Wir müssen in den Trainingsraum und dann können wir... Ob man sich da für die andere Seite auch mal entscheiden kann oder so? Oder die gegeneinander kämpfen lassen oder so? Ich habe keine Ahnung. Schokoriegel oder... Ja, Schokoriegel. Das sah aus wie so ein komischer... so ein Multitool. Ja, die reden eh nicht mit uns. Der macht gerade Mittag, alles klar. Buch. Chinesische Silberbrötchen. Rezept. Okay. Zucker und Öl in heißes Wasser einrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Das Wasser abkühlen lassen, bis es handwarm ist. Die übrigen Zutaten in eine große Rührschüssel geben und die Zuckermischung langsam einrühren. Gut rühren und den Teig langsam mit den Händen kneten. Er sollte weich, aber nicht klebrig sein. Der Teig auf einem gemehlten Brett. Ein Gemälde heißt es eigentlich, ja. 5 bis 8 Minuten weich kneten. In die Schüssel zurückgeben und einem feuchten Tuch bedecken. Ups. Und mindestens 1 Stunde quellen lassen. Okay, 3 Viertel Tassen. Ne, Tasse. 1, 3 Viertel Tassen. Was? Heißes Wasser. Oh, wie war das? Ein Kollege von mir, der mal. Was hat er gelesen? 3, 4. 3, genau, bei einer Suppe. Hat er mal 3, 4 Liter genommen. Dämlicher Schwachkopf. Naja, 3 Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel Pflanzenöl, 6 Tassen Mehl, 2 Teelöffel, Teelöffel, Mann, bist du dumm, Tassenlöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Salz. Habe ich alles da, kann ich mal probieren. Genau. Ich glaube, ich koche das mal nach, beziehungsweise ich back das mal nach. Völlig verbackt. So, jetzt. Das ist der Weg unterhalb, beziehungsweise innerhalb der Wehrmauer. Oh, da habe ich noch ganz schlechte Erfahrungen bei Morrowinds. Ich bin den ganzen Tag nur rauf und runter. While you are here, observe the laws of the triad. Alles klar. You must have won great favor with the Dragonhead. Ja, ich bin quasi ein Ehrengast. Ja, bei Morrowind ging es auch mit den Festungen irgendwie in die ganzen... in die Wände. Und die südliche Wand und die Außenwand und dann der Turm, der Ost- und Nordwestturm und was weiß ich, was das denn alles gab. Die ganze Klapsmühle. Die sitzen immer so lustig dran. Ja gut, ist auch ein kleiner Japaner, Chinese. Das ist ja kein Wunder. Aber man sollte meinen... Darf ich nehmen, ne? Gefunden, steht da. Schwert gefunden. Ja, Wurfmesser, nie verwendet. Kein Platz. Ach, shit. Ich wollte gerade mal spaßhalber werfen. Guck mal. Codetafel. Codetafel. Ach, meins. System gesichert? Ich muss nicht mal den Code eingeben. Medkit in das Bett. Naja, der hustet. Wahrscheinlich sucht er gleich nach seinem Medkit. Um sich zu verarzten. Aber auch hier die Musik, auch diese komischen asiatischen Klänge, das passt halt perfekt zu dieser Unreal-Mucke, ne? Weil diese Klänge gab es ja auch hin und wieder mal, also zumindest so ähnlich. Nur diese, wie nennt man das, Upbeat-Klänge? Ja, doch, gab's auch. Und dann auch wieder diese sphärischen Teile, ja, ja. Tracer Tongs Laboratorium. So viele Silben, oder? Ja. Ich will nichts verpassen. Bist du der Tracer Tong? Der Wachmann Tong. You must be JC. Ja. Tong will see you now. Sehr gut. Holst du Tong? Now? Now? Wo ist er denn? Please, complete your business and then go. Ja, wo ist er denn? Ah. Ich verstehe. Der Chef. Nochmal 200. Ja, sauber. 700. Oh. Ja, mal überlegen. Was holen wir jetzt am ehesten? Ach, guck mal.
Wunden etwas besser behandeln und die Wirkungsdauer einer Vergiftung verkürzen. Kannst du mit verbundenen Augen einen Bypass legen? Aha. Mr. Tong, you knew my brother Paul Denton. Yes, a reliable man. So your kill switch has been activated. I feel fine, but it's been over 16 hours. See how easily our technologies turn on us? The more power you think you have, the more quickly it slips from your hands. Mm-hmm. Can you do something about it? That will depend. You, like your brother, are an extraordinary piece of technology. I never pass up the chance to try a new blade. But I fear at the crucial moment, I may lift up my arm to strike, and you will twist free of my grasp. In other words, I'll owe you a favor. Indeed, as will your friend Mr. Jacobson, a man of much useful knowledge. He arrived in Hong Kong shortly after you did. I was forced to keep him in custody until I could verify his identity and his loyalties. I assume he checked out. I believe he is sincere. Now, go down the stairs to the operating platform, and I will examine your systems. Boah. Da rennt er weg. Achso, ich muss unten. Ja, ich schaue mich erstmal um. Boah, das ist ein krasse Kommandozentrum. Gut, wir müssen nach unten. Wird erledigt. Ja, wir haben alle schon gesehen. Ach, das sind diese Augen. Meine Sicht ist augmentiert. Na, von mir aus. Die Credits nehme ich mir und den Nano-Schlüssel. Dibuk Gedenk und Meditation. Verfasser der ehrenwerte Ang Yun Lee. Wie der göttlichste des himmlischen Königreichs. Ich mache mal die Musik einen Hauch leiser, die ist zwar echt gut. I spill my drink. Aber man muss was verstehen. Wie der göttlichste der himmlischen Königreich. Was? Des königlichen. Ach, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Nochmal. Wie der göttlichste des himmlischen Königreichs es erwartet hat, sind die Untersuchungen über Majestic 12A und das sogenannte Projekt Dibuk jäh abgebrochen worden. Bis zum tragischen, aber notwendigen Verlust eines ergebenen Dieners führte der für alle Zeit in die Annalen unserer Organisation eingehen wird. Dennoch beweisen beharrliche Nachforschungen, dass im Rahmen des erwähnten Projekts heimlich chinesische Technologien eingesetzt wurden, die später die Entwicklung eines verbesserten Tarnkappen-Helikopters ermöglichten. Dieser wird für die verdeckte MJ-12-Operation eingesetzt. Nach einer sorgfältigen Untersuchung elektronischer Spuren kommt der erstaunte Beobachter zu dem Schluss, dass diese Informationen aufgrund mehrerer illegaler Zugriffe auf die Datenbanken chinesischer Unternehmen ins Licht kamen. Die Datenzugriffe lassen sich in das Hauptquartier der UNATCO in New York zurückverfolgen. Dennoch stellt sich die Frage nach einer möglichen Verbindung zwischen UNATCO und der MJ-12. Ja, wir stellen uns das nicht mehr als Frage, denn wir sind ja aus dem Keller gekommen und da war der geheime Bunker von denen, das geheime Labor, mitsamt der krassen Aliens, die auch ein bisschen aussehen wie diese genau, Clan-Buns oder Clan-Fears aus den Oblivion- bzw. Morrowind-Welten. Genau. Und bevor wir hier hingekommen sind, waren wir in so einem komischen Bunker gefangen. Und da haben wir ja was gehabt? Wir haben so eine Information gehabt, wo angeblich so ein Jugendlicher sich da durchgehackt hat, ein jugendlicher Hacker. Aber er hat eben gemeint, dass der kurz nach uns kam, also kann das nicht sein. Dann ist vielleicht dieser komische, mysteriöse Hacker, dieser Jugendliche, derjenige welcher. Naja, Buch. MJ-12 Nano-Implantat-Experimentreihe 3C, nur für den internen Gebrauch. Kürzliche Versuche an Menschen und daran anschließende Mortalitätsstudien haben gezeigt, dass die Nano-Implementierung diverse Gefahren für die menschliche Physiologie mit sich bringt. Wichtige anatomische Schlüsselregionen sind nur bedingt in der Lage, die Implantate zu unterstützen. Die Folge sind Abstoßungen oder eine beschleunigte Degeneration. Die Forschung wird fortgesetzt. Allerdings belegen aktuelle Daten, dass die folgenden Implantatkombinationen risikoreich sind. Wie? Ah, okay, deswegen muss man sich entscheiden. Kampfkraft oder Mikrofibralmuskel. Wir haben Mikrofibralmuskel. Beine. Tempoerhöhung oder lautlos gehen. Ja, okay. In der Testreihe 3D werden wir die Folgen der genetischen Unterdrückung von Immunreaktionen durch die Eliminierung der Epsilon-Kette untersuchen. Zielerfassung.
Ah, das fehlt noch. Optik ist Zielerfassung oder Sichterweiterung? Sichterweiterung. Wahrscheinlich kann ich dann ranzoomen. Sichterweiterung, Zielerfassung. Hilft das denn beim... Ist das denn so eine automatische Geschichte? Da bin ich immer gespannt. Torso. Synthetisches Herz oder Energiezirkulator. Vielleicht wirkt das dann als energieregenerierende Pumpe oder sowas. Das wäre auch ganz geil. Regeneration haben wir, Energieresistenz haben wir nicht. Aqualunge. Tarnfeld oder Radartransparenz. Boah. Also wir haben noch Tarnung, irgendwas mit Zielerfassung oder irgendwas mit Sicht und synthetisches Herz oder Energiezirkulator. Synthetisches Herz. Tja, keine Ahnung. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Also es gibt noch drei Verbesserungen. Und hier, wenn wir jetzt hier keine bekommen, dann wäre ich aber schwer enttäuscht. Sabotgranaten. Unterlaufgranaten. Ja, auf, du Hund. Komm ich da noch ran? Rein? Irgendwann schon. Die mögen mich ja alle, ne? Leichte. Achso, das sind viele. Ich dachte schon, jetzt sind sie hinter mir her. Das war klar. Mehr ist noch hier oben alles. Ein Korb. Doch kein gewöhnlicher. Oder wie? Plasmagewehr. Jetzt habe ich hier nicht geschaut, ob es da Munition gibt. Wenn ich die aufnehme. Wenn ich sie aufnehme? Panzerung? Moment, wir haben gar. Ich habe gar keine Panzerung, nicht doof? Bisschen doof, dass sie in der Tasche bleiben muss, ne? Wäre schön, wenn sie jetzt hier draußen wäre, aber naja. So ein extra Slot hier. Ne? Ich habe die Rüstung an. Hier ist sie aktiv. Da habe ich sie ja nicht im Rucksack, ist ja klar. Aber nun gut. Oh, Magazin, sehr gut. Explosiv, oder was? Magazin. Wer muss mehr tragen? Das hat ganz gut funktioniert mit den 6 Schuss. Das reicht schon. Hier mit 33 Schuss. Ja, hier sind wir mittlerweile auf 14 Schuss. Pistolen ist halt gut. Aber ich würde sagen, wir gehen mal auf das Plasma-Ding. Dass wir da einfach, vielleicht ist Ladezeit. Ja, 2 Sekunden. Das haben wir aber schon. Ah, guck mal hier. Von 12 auf 14. Komisch, bei der Pistole musste ich mir die teuer erkaufen. 1x4 und 4x Clip. Da kommt immer ein Schüsschen dazu. Wäre schön, wenn man sehen könnte, was das verbessert. Ne? Dann wüsste man, aha, hier kriege ich dann 3 dazu für das Sturmgewehr. Hier nur 1 für die Pistole. Naja, sage ich da nur. Auch schön, wenn man die Armbrust so modifizieren könnte, dass da direkt so eine ganze Batterie an Schüssen reinkommt. Und das ist ja, meine ich, alles, wird ja alles einzeln nachgeladen. Und das wäre wirklich nicht so das Schwierigste, ne? So, was jetzt? Ich würde sagen, wir tauschen mal aus. Wir sind zwar nicht Karglas, aber ich nehme es trotzdem. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Dietriche. Diese Multitools, die hängen mir schon mittlerweile zum Hals raus. Ich hacke ja schon alles und bin da gar nicht so gut drin. Ah, sehr schön. Brauche ich denn irgendwelche Energie? Nö, 98, das passt schon. Betäubungspeile. Perfekt. Also hier hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und hier haben wir noch mehr Energie. Sehr gut. Und wir sind hier fertig, oder? Da gab es nichts. Nö. Okay. Geh auf. Machen wir wieder zu, damit es funktioniert. Aha. Die bleiben zu. Schön versteckt. Netter Versuch, du miese Kiste. Haben wir alles, ne? Aber das mag ich halt, ne? Dieses, ich habe es ja schon so oft erwähnt, dieses Kleinteilige, das gefällt mir. Nicht so klobig, sondern hinter dem letzten Eck könnte irgendwas versteckt sein. Irgendwo ein Schalter oder ein Knopf hinter einem Schrank versteckt oder hier irgendwie in der Nische. Sowas mag ich. Oder hier, ne? Dass da unten dann irgendwas ist und dann plötzlich geht die Geheimtür auf und das sind dann die krassesten Superwaffen. Oder Implantate. Komisch. Aber bis zu diesem Spiel haben mich Implantate nie interessiert. Naja.
bioelektrisch. So was? Wir sind voll aufgeheilt, haben keine Implantate. Da muss doch was rumliegen. Menschlicher Schädel. So. Was macht ihr wieder? Einen kranken Scheiß? Tong ist in the operating theater. Weiß? Hat er mir nicht gesagt. Ja, Tong und ich, wir sind nämlich. Ach! Wer ist das denn? You took a big risk following me here. Thanks. When you believe in something, you've just got to do it. How'd you find Tom so quickly? Turns out I knew him all along. TTUndernet.0924.243.886. I posted a message to the board and he contacted me himself. You talked to Jaime before you left? He told me you wanted to use him as a spy. I don't know. Pretty dangerous, isn't it? Maybe. What do you think? Jaime was scared. Simons is on a witch hunt for traitors. They probably suspect him because we're friends. Exactly. But he told me he's going to stick it out because you think it'll help. I hope he's smart enough to know when to get out. Did you ever dig up anything about this Daedalus character? I'm still hearing from him. Actually, I did, sort of. Crypto says Daedalus was supposedly a government AI project, also known as Echelon 4. Supposedly? I'm getting this from anonymous crypto boards. Daedalus was supposed to be the old content recognition problem in surveillance. It was a program that could search all the terabytes of intercepted messages for subversive content. So, what happened? Never panned out, as far as I know. The problem was just too hard. They blew through a lot of taxpayer money, but finally had to scrap the whole project. So the thing that's talking in my head is, what, a resurrected AI? I wish I knew. Aha. Altes KI-Programm, und jetzt wieder so schön leise. Ein altes KI-Programm. Und dem guten, ist ja Jamie Rice, dem geht's gut. Den haben wir zu Hause gelassen und gesagt, ey, sei du unser Spion in der UNATCO-Zentrale. Offen. Oh, schon wieder ein Multitool. Aber leider keine... Leider keine Dietriche. Ich wette, ich bin schon an etlichen Dietrichen vorbeigelaufen. Weil sie sich nicht vorgestellt haben und weil diese halt so grau sind. Und grau auf grau kann man schon mal übersehen. Ist ja die natürliche Tarnfarbe. Kann ich nichts machen, ne? Gibt's nichts? Alles klar. Ich bin ganz schwindelig von dem Rumgeeiere. Okay, das heißt, ich muss mich jetzt hier draufstellen und dann kommt die krasse Analyse oder Verbesserung. Könnte auch ein Endgegner sein, oder? So, los geht's. Nicht bewegen. Strogification. Hoffentlich nicht. Primärziel erreicht. Leben. Ziele, Notizen. Keine Ziele im Leben. Tracer Tong hält sich in einem Labor unter dem Versteck der Luminous Path auf. Es gibt einen geheimen Eingang im Trainingsraum. Das stimmt. Das ist eine Decke. Ich dachte, es sei irgendwie so ein Abendrot oder so. Es ist ein orangener, goldener Himmel. Die goldene Stunde, sagt man dazu, ne? Glaube ich. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ja, aber keine Implantate, keine Verbesserung. Dafür reden hier alle und schreiben davon. Naja. So, Dach. That's it. A simple switch, as they call it. Have you heard about Paul? Your friend informed me. A courageous man, your brother. I plan to make sure he didn't die for nothing. We will try. Unfortunately, nothing is certain in politics. Quick and Chen declared a truce just a few minutes ago. A good bit of diplomacy, I admit, but it won't hold. Not with the sword left to be fought over. I think they'll be slow to anger with Maggie Chow out of the picture. No. In their system, the sword is a doomsday weapon, a temptation. We must recover the Raman coding from VersaLife and make it available to both triads. So that's all you expect in the way of a favor? A little corporate espionage? The first of many favors. Remember, I saved your life. Now pay attention.
The VersaLife elevator north of the market will require an employee number. Try 06288. Once inside, find Mr. Hundley, the shift supervisor. He can be persuaded to give you access to the labs. Hundley. You will find him receptive. He is the corrupt official who sold the Red Arrow the technology to begin with. I'll find the Raman coding, but I'm not your henchman. I'll help you as long as we have a mutual interest. If you choose to fight Majestic 12, you will need an ally. We will have a mutual interest for some time. In fact, I took the liberty of setting up a computer account for you. Login JC Denton. Password Sanctuary. Feel free to use the machine in my office. Alles klar. So, das ist jetzt unser neuer Chef sozusagen. Jetzt sind wir hier angestellt. Verstehe. In his office. So, das heißt, was machen wir jetzt? Wir machen die für beide zugänglich. Das heißt, die Daten, wenn man die herstellt, die Schwertchen, kriegen jetzt beide Seiten, dass nicht eine Seite, naja, über den Heiligen Gral verfügt. Jetzt haben sie alle beide ein. Und dann gibt es keinen Grund mehr, sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Dazu müssen wir jetzt ins komische Lager und dafür diese fünfstellige ID. Sehr gut. Genau, den kennen wir schon. Korrupter Angestellter von VersaLife. Persönliches Login in Tongs Stützpunkt. JC Denton. JC Denton Password Sanctuary. JC Denton. Denton. Sanctuary. Alex Jakobson. Willkommen im Club. Mhm. Dein Account ist jetzt eingerichtet und du kannst loslegen. Die Kommunikationssysteme auf Tracers Computern sind alle verschlüsselt. Wenn du also über das normale HK-Net rausgehst, kann niemand deine Nachrichten abfangen oder entschlüsseln. Ich habe lange mit Tracer gesprochen, er ist wirklich ein erstaunlicher Mensch. Ich glaube, ich kann noch viel von ihm lernen. Vielleicht klingt das komisch, aber die Zeit bei der UNATCO ist für mich wie ein böser Traum. Als hätte ich die Zeit in einer virtuellen Welt totgeschlagen, um mich vor den Entscheidungen des Lebens zu drücken. Ich habe das Gefühl, ich bin endlich aufgewacht. Alex. Okay. Hätte mal zwischendrin mal rausgehen können oder so. Naja. Daedalus. Notwendige Ziele. Ach so, das ist der. Ach, der direkt schickt er mir eine Mail. Der weiß genau, wo ich bin. Der weiß immer alles, was macht. Das ist ja verrückt. Genau, der. Ja, ich bin HKNet noch was. Aber lustig, ne, dass er den Namen von wem nochmal genau aufschreiben konnte. Ja, oft sagen konnte, diese zehnstellige Nummer. Naja, ein Nerd halt. Die Zeit ist knapp. Sie sollten wissen, dass die Organisation, für die Sie gearbeitet haben und deren Ziele und Interessen Sie für die Ihren hielten, nicht das ist, was sie zu sein scheint. Die UNATCO ist nur ein Teil einer größeren Einheit namens Majestic 12. Erzählen wir mal was Neues. Majestic 12 versucht, durch Gewalt und Einschüchterung die Macht an sich zu reißen. Die Macht über alles. Sie werden nicht zögern, dieses Ziel mit allen Mitteln zu erreichen. Auch die Seuche, die Sie als grauen Tod kennen, wird zu diesem Zweck entwickelt. Sie müssen aufgehalten werden. Ihr Bruder hat mich in dieser Sache unterstützt, doch nun kann er mir nicht mehr helfen. Sie müssen seinen Platz einnehmen. Der graue Tod ist ein nanotechnisch synthetisiertes Virus. Sie sind immun, doch andere sind es nicht. Finden und zerstören Sie den Universalkonstruktor. Er ist für die Synthese des Virus wichtig. Nach meiner Information befindet sich in einer Einrichtung von Majestic 12 in Hongkong unter dem Gebäude des VersaLife Konzerns. Okay. Also VersaLife, das ist der die Waffen, die Raumgeschichte herstellt und dann im Keller müssen wir das Ding kaputt machen. Sie dürfen nicht versagen. Der Carter. Ach ja, hier der Waffenkammer-General. Der General Carter. Situation. We have a situation. Ja, es gibt ein Problem. Die würden mich sofort feuern, wenn sie wüssten, dass ich ihnen diese Nachricht schicke. Andererseits glaube ich, dass sie mich ohnehin bald rauswerfen. Alex meint, die Nachricht kann nicht zurückverfolgt werden. Verdammt nochmal, ich hoffe, er weiß, wovon er spricht. Ich verstehe ihren Entschluss. Soldat sein heißt, Befehle zu befolgen und sich in den Dienst einer übergeordneten Sache zu stellen. Wenn wir dieses Ziel verraten, sind wir keine Soldaten mehr, sondern Schachfiguren, die aus fragwürdigen Gründen sterben. Ja, das stimmt. Seit sie weg sind, ist hier der Teufel los. Mendeley ist verschwunden. Angeblich wurde er entlassen. Ich hatte was anderes gehört. Nämlich seinen Todesschrei. Als ich ihn mit der, was war das? Schrotflinte, glaube ich, bearbeitet habe. Oder Pistole. Irgendwie kann ich den Kerl nicht ausstehen. Er scheint vernünftig zu sein, aber mit seinen Augen stimmt etwas nicht.
Ich habe diesen Gesichtsausdruck schon bei Männern in der Schlacht gesehen. Unmenschlich und kalt. Ja, aber nicht, dass sie ihn später mir wieder hinstellen, oder? Das wäre ein bisschen dumm. Ja gut, vielleicht war er nicht tödlich verwundet. Okay, und sie haben ihn wieder geflickt. Passt. Oder genau wie die KI wird auch er wiederbelebt, erweckt, wie auch immer. Ich habe einige Freunde, die mal für die UNATCO gearbeitet haben. Sie sind auch alle verschwunden. Aber ich werde versuchen, sie zu finden. Vielleicht können die ihnen helfen. Wir werden sehen. In der Zwischenzeit tun sie, was sie für richtig halten, JC. Und überlassen sie dem Teufel den Rest. Wow. Wer ist denn der Teufel hier? Ich wahrscheinlich, ne? Ich bin halt der weiße Teufel. Ich bin auch so ein komischer Albino. Die neue Version, ne? Die Albino, augmentierter. Und wir lachen nicht. Weder mein Bruder hat gelacht, noch ich. Wir sind so ein bisschen emotionslos, aber das, das gehört wohl dazu. Gut. Jetzt haben wir was? Ein Auftrag. Holen Sie die ROM-Kodierung für den Zahn des Drachen aus den unterirdischen Labors von VersaLife. Na gut. Ich würde sagen, laut schon mal hin. Wissen ja genau, wo das ist. Und dann haben wir jetzt auch endlich den tollen Code. Ob das so ein Aufzug ist, der nach oben führt? Nee, Quatsch, kann gar nicht sein. Weil wir müssen ja unterirdisch noch den Virus klar machen. Beziehungsweise alles kaputt schlagen, damit der nicht mehr synthetisiert werden kann. Ja. Ich hatte nur gedacht, das wäre vielleicht wie bei diesem komischen. Absolut, Chef. Das sei so ein bisschen wie bei dem. Wie in Hengsha bei Human Revolution. Da war es ja diese komische mehr oder weniger Oberstadt, ne? Die Stadt auf der Stadt. Da ist mir auch hochgefahren. Naja. Cool. Hier ist ein Raum. Ah, ein Raum mit Geld. You must have won great favor with the dragon head. Ja, ja. Also mach's gut. Bin dann wieder weg. Nochmal 25 Mark eingesackt. Geil. Na? I look forward to shaking the hand of my enemy. Ja. Das ist gut zu hören. Canal Road. Genau. Aha. Wo ist das denn? Ach, das ist wahrscheinlich der nächste Bereich, wo wir dann die nächsten Aufgaben zu tun haben. Da waren wir noch gar nicht. Egal, beim nächsten Mal vielleicht. Aber erstmal würde ich sagen... Wir haben lang genug hier rumgetrödelt. Wobei, trödeln ist das ja nicht. Ich möchte die ganze Welt möchte ich erobern. Mich aufnehmen sozusagen. Schaffe ja nicht für Majesty 12. VL. Volkslehrer. Nee. So, das war's. VersaLife. Und da haben wir den Code. Können also hier eindringen. Das ist auch schon mal sehr gut. Lucky Miner können wir auch eindringen, aber das ist eine andere Geschichte. Das machen wir heute nicht. Ja, beim nächsten Mal geht's hier weiter in diesem lustigen. Was ist das eigentlich? So ein Bio-Konzern. VersaLife. Das war doch der, den haben sie auch schon erwähnt im Human Revolution. Da war das doch irgendwas mit. Ja, dieses komische Medizinunternehmen, das sich halt um die Kaputten kümmert. War das nicht das? All diejenigen, die Abstoßungsreaktionen hatten und die dann gegen diese Augmentation waren. Ach, was weiß ich. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig, macht aber nichts. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal geht's hier weiter bei Deus Ex. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Also es gibt ja, wie gesagt, noch Augmentationen. Wir haben noch nicht alles. Genau, Augen... Ja, wahrscheinlich so Nachtsichtzeug, schätze ich mal. Oder Ziel, genau, Zielen. Wahrscheinlich so eine Zielhilfe im Sinne von Auto-Aim vielleicht. Dann das Herz haben wir noch. Und Subkutan war irgendwas krass. Energieresistenz oder so. Verdammt, ich muss die Folge nochmal gucken, dann weiß ich es wieder. Oder ich laufe zurück und lese nochmal, aber das mache ich nicht. Gut, das war's. Beim nächsten Mal geht's hier weiter bei Deus Ex. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal in Hongkong.